Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu, wie stecke ich am besten schnell fest, zu Hofwerkfitness mit der Moni. Ja, servus. Bist du überhaupt da? Es ist eine unglückliche Situation, würde ich mal sagen. Wir spielen noch keine 5 Minuten und sie steckt schon fest. Wie würd manch andere sagen, wir sind live aus dem Livestream. Achtung, es bumst gleich was. Oh Gott. Oh nein, ich glaube falsch klingt. Warte mal, so. Ich hätte den schon nicht mitgekriegt, was hier. Hopp. Ich glaube natürlich, wir schaffen doch was. Ich glaube, ich stecke in der Ritzen fest. Das bringt nichts. Ich bin da aus der Fahrspur. Oder? Jetzt hat. Zieh! Ah. Kannst du gar nicht hier entladen. Hä, was ist denn das? Ich glaube, es war noch der eine Fehler in dieser scheiß Map, warum wir die Map wechseln wollten. Gut, dann versuche ich es in der Biogasanlage. Die kann man das da auch schon verkaufen oder muss man die erst kaufen? Die wollten wir mehr kaufen. Wir wollten Geld sparen für die Biogasanlage. Das ist ein Baby-Move, ja. Blackkin, grüß dich. Aber wieso wird es denn angezeigt, dass wir da verkaufen können? Ja, ich glaube, das war bei der Multiplayer-Map. Die ist ja auch jetzt wieder verschwunden. Ach, ich schütte die Scheiße da bei uns rein. Ja, du schüttest immer die Scheiße überall. Wir wollten nur unbedingt, glaube ich, noch das Geld für die Biogasanlage zusammenkriegen. Das weiß ich noch. Warum wollte ich ja auch auf Biegen und Brechen Sachen verkaufen? Oder? Ja. Ja, irgendwas war gewesen. Wir haben irgendwie auch so ein Ziel irgendwie gehabt. Ui. Innenansicht-Lag. Innenansicht-Lag, Auto. Und nachdem wir nach Zeiten rausgefunden, dass wir an Methan auch anders rankommen. Und nee, nicht furzen, wie ihr jetzt denkt. Wir sitzen uns nicht hier hin und pupsen. Nee, man kann es ganz legal an der Tankstelle kaufen. So. Aus dem Weg ist schon wieder der Hermüse. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wir sind jetzt seit Mai wieder mal auf der Hofbergmann unterwegs und wir müssen uns orientieren. Ich habe das Gefühl, ich habe Amnesie. Wo ist eigentlich der Azubi? Azubi hat Urlaub, glaube ich. Oder haben wir den gefeiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat uns verlassen. Das ist gut möglich. Ja. Ich darf mal gucken, wie es den Viechern geht. Ich glaube, die brauchen ein bisschen Futter. Ein bisschen Futter? Und dann eventuell mal die Nacht durchspulen oder zwei. Dass wir was zum Ernten haben. Ja. Zum Arbeiten. Wir haben nichts mehr zum Arbeiten. Ja. Wart's auf Zeiten. Aber währenddessen du Tiere hier. Und ich bin ins Feld gefahren. Nee, wenn du nicht. Tiere quälen tust, schau ich mal, ob ich irgendwo noch eine Lohnarbeit finde. Tiere quälen, was sagst du denn da bitte? Ich weiß es nicht. Das sind schon wieder Lügen. Ich wollte huben. Bin ausgestiegen. Erntenfeld 15, 20 oder 27. Was haben wir denn da größentechnisch? 20, 25, 27. Gibt's was Gescheites? Nee, 25? Nee, 15, ach Gott. Ey, lesen muss man können! Ja, gut. 50. Das wäre ein Vorteil. Es sind alle so große Felder. Guck mal, die 15. So, rückwärts fahren für Fortgeschrittene.
Das ist ja zum Glück kein Drehschemel. Einfach doof. Wer ist doof? Ich will nicht so große Felder machen. Ja, dann müssen wir doch warten, bis wir vorspulen können. Ich glaube, ich bin betrunken, so wie ich war. Das ist eine gut möglich. Alter, hat der einen Sound. Ah, du könntest auch wegen den Schweinchen gucken, ob man da schon Futter machen kann. Oder das, ich wollte gerade die Hühner. Also, wie du willst. So, was haben denn die Kühe? Ich häng fest, ich bin zu fett. Hallo. Wir haben 10.000 Liter Milch. Das muss ich sofort absapfen. Überall sind kleine Chicks. Kleine Chicks? Gehst du jetzt Chicks aufreißen oder was? Hallo? Ja, Chip. Klau ich die Eier. Was? Ja, ich tue die Eier aus dem Kuhstall, weißt du? Kükenstall. Das ist eher so ein Kükenstall. So Küken und ein Hahn. Ich weiß nicht, wo die Eier herkommen. Wir müssen mal gucken, ich glaube, die können nicht mehr wachsen, wenn es zu viele Küken sind. Ja, doch, da hinten sind ein paar Hühner. Hallo. 20 Hühner haben wir. Dann müssen wir wieder welche verkaufen, sonst können die nicht nachwachsen, glaube ich. Ja, chip. Ich tue da gerade deine möglichen Geschwister raustragen. Achtung. Bin ich jetzt deppert oder wo muss ich da abzapfen? Ich weiß es nicht. Ich schmeiß die Eier irgendwo da und ich will die bauen. Ich hab doch hier Milch drin und da muss ich. Oh nee, das ist ja mit Schlauch. Oh nee. Das Schlauchsystem ist aber. Jetzt muss ich mit dem Schlauch umgehen. Nee, ich glaube, du musst außen anzapfen. Außerhalb der Müllhalle. Der Müllhalle? Guck mal außen, da müssen wir irgendwo. Ja, ich hab's gesehen. Bitte auf dem alten Stand. Ich hab Hofe Bergmann an sich auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich geier momentan an meiner Singleplayer mehr drum. Komm, die rein. Ach, technisch. Du weg, Katze! Huhu, weg da! Rein technisch. Ach, warte mal. Was machen unsere Oinks? Familie, lass ein Schwein. Er hat den Schlauch angestöpselt. Ebi und Lasse haben sich ganz schön vermehrt. Oh ja, haben rumgeduddelt. Ja, nicht nur rumgeduddelt, das ist schon. Ich habe Angst, dass es Inzucht ist. Inzuchtfein. So, warte mal, was braucht ihr? Basisfutter. Aber da gab's doch irgendwo die Schweinefutter-Bums hier. Oink. Kann man hier. Ihr kriegt mit Moni, ist wieder voll im Game drin, die spricht mit Tieren schon. Ja, ich fühle es zu 100% das Spiel. Hey, Lasse! Ich weiß ja nicht, aber du treibst das nicht nur mit Epi hier. Wollte bloß sagen. Das ist das müssen die unter sich klären. Ja. Keine aktive Produktion am Laufen. Ist mir egal, ich will jetzt da meine Futter herstellen. Kartoffeln und Getreidestroh. War wieder das. Ich weiß, ich kenne mich nicht mehr aus, aber das Getreide ist Schrot. Habe ich das nicht irgendwo auf dem Boden abgelegt? Oder gab es da einen Speicher? Nicht abkuppeln.
Ich glaube, der Chaos stapelt sich hier schon ein bisschen. Also wir sind die Vollblut-Anfänger jetzt so. Aber wir haben so ein leichtes Käseproblem. Und ich meine, jetzt redet es nicht vom Fuß. Und Käse. Und danke für dein Follow. Wir schwimmen in Käse. Ich schwimme in Käse. Käse wird hier nicht angenommen. Ja. Sorry. Alter, wir haben doch das Multifruchtlager da oben, so. Ich spiele seit Jahren LS, Hof Bergmann und Co., aber ich kenne mich nicht mehr aus. Was ist denn eigentlich das dafür Gerät? Ich glaube, wir können schon fast Milch verkaufen fahren, weil wir haben viel zu viel Milch, Junge. Hallo, was bist du für ein Gerät? Rolo, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Wo haben wir denn Milch? Da. Ja, gut, das ist die Getreidetrocknung. Ja, die brauche ich nicht, die brauchen schon roter. Jetzt musst du zur Mühle. Aber ich dachte, ich hatte genügend gemacht. Ja, ich schau mal, was oben im Lager ist und dann, ja. Ich glaube, ich habe bloß den hier Befehl Essen bei unserem kleinen Waschbären. Futter! Du musst es futtern oder füttern. Ja. Landmolkerei, Direktverkauf. Wo ist denn die Landmolkerei? Sag jetzt nicht, die ist da ganz oben. Hallo? Huhu. Weizen, Hafer. Ja gut, Kartoffeln, die kann ich nicht. Da gehen bloß 580 Liter rein. Ich hol doch den Anhänger. Ist die Landmolkerei jetzt die Molkerei? Ist es dasselbe? Die Fragen über Fragen. Das ist die Terminologie stimmt hier nicht. Ich weiß. Jetzt kommt die mit Fachbegriffen um die Ecke. Terminologie. Schlimm ist, sonst hat Sarah immer das Schweinefutter gemacht, jetzt darf ich mich mit damit befassen. Ja, du darfst auch mal was machen. Ja, ihr macht doch immer was, aber nichts mit Schwein. Grüße. Aber ich glaube, ich mag mit... Hallo? Ich hab doch hier Kartoffeln reinschmissen. Hallo? Aber ich glaube, ich mag das nicht mit dem kleinen Traktor verkaufen von... Oink, oink. Das sind wir ja noch übermorgen unterwegs. So, oh. Oh, wo ist mein Johnny? Und danach machen wir den Bulldog mal sauber. Der Johnny habe ich ihn wieder versteckt vielleicht? Nee, ich habe ihn irgendwo abgestellt. Wer weiß, vielleicht habe ich ihn auch weggefahren. Was? Und was sitze ich dann? Achso, verdammt. Verzeihung, ich dachte, es hat geklappt. Ja, die Johnnys vermehren sich. Der Axion und Johnny, hier, Achtung, Milch. Weg da, huhu. So. Jetzt hat sich der Axion und der Johnny irgendwie gepaart. Traktornachwuchs. Und was ist das dann? Der Kloni, also Klaas und Johnny. Kloni? Kloni. So. Auto. Ah ja, du musst es jetzt kaufen. Wieso? Auto. Wir hatten doch schon. Find nach zur Molkerei. Also ich nehme jetzt erstmal rechts, beiden. Rechts, links, rechts müssen wir fahren. Und dann schrotte ich irgendwas. Ich schrote es nicht, ich schrotte es. Schau mal, ob ich, ohne nochmal auf die Map zu schauen, noch hinfinde. Ich habe jetzt nur einmal drauf geguckt. Was für ein Schrot brauchen wir denn überhaupt? Getreide. Dann kann ich auch die Gerste mitnehmen. Ja. So, haben wir noch genug. So.
Wo ist jetzt die Karte? Kornmühle Schrot. Aha. Dann fahren wir da mal runter. Rechts, links. Wir müssen nochmal geradeaus fahren, glaube ich. Ach, machen wir mal Abkürzung hier. Uhu, Verkehr! Geh weg! Müh. Ey, Eventuell, ja. wenn wir wieder einen Auftrag mit Kartoffeln bekommen, dann mach mal die! Du bist heute sehr musikalisch unterwegs, kann das sein? Ja, ich glaube, ich einen leichten Hitzeschaden im Kopf. Aber dass du einen Schaden hast, das weiß ich auch. Aber ein Hitzeschaden! Also. Das andere ist bloß, dass der Blitz eingeschlagen, aber das ist ein Hitzeschaden. Ja, gut. Ich muss hier nur eventuell ein paar kurze Einstellungen machen. Müssen Einstellungen machen, Und wie. ich. Ja, nicht. Achtung! Bist du jetzt schon wieder bei mir los? Was? Und ihr hättet jetzt gesagt, jetzt bin ich an der Molkerei fast angekommen. Wie es weitergeht, ob wir den Hof nochmal zurecht machen können. Ob wir retten können vor der Ob wir ihn Katastrophe. retten können vor der Insolvenz und ob wir uns jeweils die Pupsanlage kaufen können. Das seht ihr für den nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.